Willkommen zum Metal Riff für E-Gitarren Anfänger Nummer 5. Der Metallica Stil ist so ein Slow-Metal-Ding, habe ich ihn stampfend. Hören wir es uns mal an. Ja, ziemlich typisches Metallica-Riff, ja, dieser stampfende Rhythmus. Wir sind hier bei 80 Beats per Minute. Du findest aber unten in der Videobeschreibung den Link zu den Videoanlagen. Da gibt es einmal die Tabs als auch Backing Tracks in auch noch einer etwas schnelleren Variante. Ansonsten sind wir hier in E-Moll und verwenden zum einen Wechsel von Nicht-Per-Minuten zu Palm-Muting und auch noch den Legato-Slide in Kombination mit verschiedenen Power-Chords, was auch sehr Metallica-typisch ist. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel Enter Sandman, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen, auf diesen Part. Fangen wir vielleicht erstmal an mit den ersten paar Takten. Ist relativ simpel, du hast hier ein E-Power-Chord, dann das jeweils immer mit Palm-Muting. Ich habe jetzt hier übrigens gerade auch einen anderen Sound. Ja, ist nicht ganz so Metallica-like, aber auch ganz cool. Auch hier diese F-Power-Chord. Das übrigens könnte man auch sagen, rein vom theoretischen Hintergrund, damit du einfach kurz weißt, hey, was wird da überhaupt gespielt und wie kannst du es verwenden. Dieses F und dieser E-Power-Chord ist eigentlich hier in E-Fügrig, da sind wir eigentlich in A-Moll. Will jetzt gar nicht zu weit drauf eingehen, warum und warum das alles so heißt. Aber einfach, wie du es verwenden kannst, und zwar, wenn du einfach einen Power-Chord hast und du erhöhst den dann mal, also einfach chromatisch nach oben spielen. Das geht besonders gut beim E- und F-Power-Chord, aufgrund der Situation, dass du eben das Ganze offen spielen kannst und das ja der tiefste Ton mehr oder weniger ist, wenn du im E-Tuning bist. Da bekommst du auch immer einen richtig bösen Metal-Sound heraus. Ja, du kannst einfach nur diese drei Akkorde nehmen, E, F und G, gerade vom F zum E. Dann immer schön böse. Auch hier oben. Auch ein gleichbleibendes Schema, was du immer wieder verwenden kannst. Ja? Und das nimmt auch relativ häufig Metallica, wie zum Beispiel eben auch hier, wie wir das in diesem Beispielriff nehmen. Also offen gespielt. Dann ein paar Palm-Muting, auch alles übrigens Achtelnoten hier, also fast alles. Durch das Palm-Muting, Nicht-Palm-Muting entsteht aber ein anderes Rhythmusgefühl, ja, weil die Betonungen anders sind. Riff gespielt, ich spiele es nochmal langsam, also E-Power-Chord. Dann hast du nochmal offen gespielt, Palm-Muting, F-Power-Chord und dann geht es wieder E-Power-Chord, 1, 2, 3, G-Power-Chord, offen gespielt und während du die leere E-Seite offen Palm-Muting spielst, rutschst du zum F-Power-Chord. Jetzt kommt hier in Takt 6 der Part mit den Slides. Und zwar spielen wir mal vor. Kennst du bestimmt aus zum Beispiel Enter Sandman. Und zwar, du schlägst den Powerchord an, hier in dem Fall den G-Powerchord. Machst dann, ohne nochmal irgendwie mit deiner Schlaghand was zu spielen, einfach ein Slide auf den, hier in dem Fall, Fizz-Powerchord. Wichtig dabei ist, dass deine Finger weiterhin die Saiten greifen, also nach unten drücken, aber nicht so, dass du verkrampfst, ja, oder zu viel Druck verwendest. Weiter nach unten drücken, sodass der Ton nicht abstoppt, sondern weiter klingt oder die Saiten auch weiter schwingen. Kannst du das einmal, kommt der nächste Punkt, das ist nämlich dann, dass du die leere E-Seite, die tiefe E-Seite, dann einmal abgestoppt anspielst. Und dafür nimmst du einfach deinen ersten Finger, ja, Zeigefinger nach oben.
weil er greift ja den zweiten Bund, ja? Den willst du nicht spielen, du willst die leere E-Seite spielen. Ich mach's mal so. Ja, so sieht es mehr oder weniger aus. Und auch hier kannst du, wenn du die leere E-Seite spielst mit Palmöting, direkt wieder auf die dritte Lage rutschen, in die dritte Lage rutschen. Damit du hier den G-Power-Chord direkt spielen kannst, ja? Ja. Und das ist dann auch schon das Riff. Ja, das war das Riff. Wenn es dir gefallen hat und du mehr davon haben willst, dann Daumen nach oben geben. Deine Fragen kannst du uns gerne unter das Video stellen. Check auch mal unbedingt die Videobeschreibung ab. Dort findest du nämlich einmal den Link für die Videoanlagen, falls du diese noch nicht runtergeladen haben solltest. Und ganz oben, ja, ist nochmal ein Link für unsere 69 Rock und Metal Riffs. Wenn du noch mehr Rock und Metal Riffs spielen können möchtest, deine Rhythmik verbesserst, du findest dort verschiedene Rock und Metal Riffs, als auch Single Note Riffs, auch ein paar Clean Riffs. Eine richtig coole Sache. Der Link ist, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und dann hat es mir wieder mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch mega viel Spaß weiterhin beim E-Gitarre lernen. Bis dahin, rock on!